Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Star Wars The Old Republic. Dieses Mal aber ohne Domi und Marcel, denn Marcel hat gerade kein Internet und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich, um die Folgen ein bisschen voranzubringen, komplett alleine aufnehme, also auch ohne Domi. Und ich will in diesen Folgen jetzt mal so ein paar Sachen zu Ende bringen, die wir angefangen hatten oder ja, die wir angefangen haben, beziehungsweise die ich eher alleine machen muss, weil die Jungs entweder nicht dabei sein können oder wollen. Dazu zählen vor allem PvP-Sachen. Wir sind ja auch eigentlich PvE-Leute und deswegen wollte ich PvP und hier die Raummission zu Ende bringen. Also die Raummission kann ich ja eh nur alleine machen und auf Galactic Starfighter und PvP hatten sie keine Lust mehr. Ihr seht auch, ich bin hier schon für PvP angemeldet. Tatsächlich habe ich Galactic Starfighter schon fertig aufgenommen, also ich habe die Quests auch schon fertig, aber ich werde die Quests, die Folgen jetzt hier so ein bisschen durcheinander bringen, also die kommen nicht chronologisch, aber ist ja für euch keine Veränderung, denn ich hatte im PvP beispielsweise schon die eine Arena per Zufall, will aber noch die andere haben und die fehlt mir halt noch. Galactic Starfighter kommt dann hier nach, aber jetzt nehme ich jetzt als letztes quasi, aber es kommt für euch als erstes, nehme ich jetzt die Raumkämpfe auf. Und zwar haben wir da zwei neue. Raumkampf Mugar Eisfeld und Raumkampf Skaros Verstärkung. Muss ich erstmal suchen. Da kriegen wir sogar einen Strahlenlader vierten Grades für. Also das Raumschiff ist auch komplett aufgerüstet. Ich konnte jetzt nichts Neues kaufen. Mugar Eisfeld und Skaros Landung oder so. Ich habe jetzt die Namen wieder halb vergessen. Nee, Serapin Sturmangriff von Tasman da jetzt sind's nicht. Ich gehe jetzt einfach mal die Welten durch. Esperon ist nicht Skaros Verstärkung. Gut, dann fangen wir mit der an. Raumschlacht Skaros Verstärkung. Stufe 3 Ausrüstung habe ich. Raketen für Rabenbombe aufheben. Ja, probieren wir einfach mal. Und wir haben nur 3 Versuche. Aber ich hoffe, ich werde es beim ersten schaffen. Weil ich habe gute Ausrüstung und kriege ja noch was Besseres von dieser Mission. Da kamen gerade meine Gefährten zurück. Ich muss jetzt erstmal gucken, was war hier was. Wir helfen ihnen besser. Stärkere Kanonen erstmal, glaube ich. Wobei lieber vielleicht so, weil ich brauche ja die Raketen für die Bomber. Hab jetzt auch 80 Stück davon. Irgendwas zum kaputt machen, das werden wahrscheinlich die da hinten sein, wo ich wahrscheinlich noch ein bisschen Kleinkram kaputt machen kann. Ihr seht auch, ich glaube mein Schild war nicht immer so flach, also so eierförmig. Das sind wahrscheinlich diese Rabendinger. Oh, das hat die nicht mal kaputt gemacht. Ich mache echt gerade keinen Schaden anscheinend. Boah. Okay, dann muss ich anscheinend umbauen. Dann sollen sie doch. 50 Stück bräuchte ich, aber das ist ganz schön viel. Weil ich so viele Raketen dafür verbrauchen muss. Ich kriege hier ganz schön von der Seite aufs Maul. Schon merkwürdig. Ach, das hat sogar noch geklappt. So, jetzt haben wir schon, ich muss das hier ein bisschen im Auge behalten, weil wir ja wie gesagt nur 3 Versuche haben. So, das hat anscheinend gereicht. Klein brauche ich offensichtlich nicht. Die Geschütze auch nicht. Okay, ich muss einfach nur 3 Bomben. Aber ihr seht auch, wie viel Schaden mein Schild blockt. Nicht gut schaden, weil ich hier mitten ins Kreuzfeuer gerate. Ja. Aber wir haben schon die Hälfte und haben noch gut Raketen. Ja, ich muss auf jeden Fall mehr Schaden nehmen, damit ich selber, also mehr Schaden machen, damit ich selbst weniger Schaden nehme, wie ihr seht. Sonst brauche ich einfach viel zu lange, um die umzuhauen. In der Zeit machen die halt trotzdem den Schaden. Doch, hat gereicht. Nee. Ich habe gerade irgendwas anderes abgeschossen. Ich habe für irgendwas. Achso, die kleinen Geschütze vorne bringen ein bisschen mehr. Okay.
Sollen sie doch. Lass sie doch machen, Marco. Wir haben dir nichts getan. So, ich muss jetzt für die Einzelnen hier so ein bisschen ballern. Weil ich ja nicht so viele Raketen habe. Oh, die sind jetzt aus der Range geflogen. Das ist natürlich uncool. Ach, das ist meine Station. Die Station meine ich mit Bombardieren. Ich dachte immer, das. Ja gut, das ist eine Raumstation, ne? Ich dachte mal, es wäre so ein Schiff. Natürlich ein republikanischer Kreuzer gerade, auf den ich da gezeigt hatte, glaube ich. Noch die Hälfte an Leben, das ist gut. Ich brauche nur noch 8 Bomber. Sollte zu machen sein. Noch alle am Leben. Das sind auch wieder nur kleine. Das ist ein bisschen hektisch, wenn man nur begrenzt viel Zeit hat. Ob ich da jetzt Raketen reingeschossen habe, weiß ich nicht, aber so viele brauche ich auch nicht mehr. Sie wollen die Station bombardieren. Ja, gibt es immer noch. Genau. Schadensbericht, sofort. Ich spamme jetzt einfach meine Raketen raus, bis ich alle habe. Okay, ich habe alle. Das heißt, ich habe jetzt Schildmodus. Muss ich zwar ein bisschen länger auf die ballern, kriege ich dafür mehr EP, wenn ich mehr Schaden verursachen muss insgesamt. Also gut. Aber wenn die direkt in mich reinfliegen, kriegen sie gut aufs Maul. Und 30 Sekunden noch überleben, das sollte zu schaffen sein. Ich habe sogar noch 6 Raketen, die könnte man ja mal wegschieben. Nur eine noch. Schieße ich da ein. Die ist einfach in der Luft verglüht. Musste zu weit. So macht man. Muss was kaputt machen, bringt mir EP. Auch wenn es doof ist, weil ich ja jetzt vorlevel. Da und ab. Schweine. So, da haben wir noch 2 Versuche für den anderen. Oh, PvP-Einladung. Kann ich ja mal nachgucken, ob es das richtig ist, per Zufall. Wäre natürlich ganz cool. Moment. Ne, ist leider ein normales Schlachtfeld. Muss ich jetzt leider desertieren und wieder gehen. So, raus hier. Kriegsgebiet verlassen. So, da ich ja im Voraus aufnehmen muss, beziehungsweise strecken muss, werde ich hier mal kurz pausieren und werde dann die nächste Raummission starten, wenn es geladen hat. Das war auf jeden Fall schon mal der. Was ist Angriff? Ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Raumkampf, weiß ich nicht, was Angriff, tut mir leid. Steht hier auch nicht mehr, ne? Ne, tut mir leid, aber ich habe es ja am Anfang gesagt. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Raumkampf wieder.